Hallo Leute, ich grüße euch. Ja, sorry, schon wieder ein kleines Unboxing. Im Moment geht Schlag auf Schlag. Das allerdings ist ein Geschenkchen, was ich von meiner Frau gekriegt habe. Stand da so rum. Sie musste wohl mal wieder Geld ausgeben. Ich bin gespannt, was das ist, denn man sieht nicht besonders viel. Und mit dem Namen konnte ich auch nicht viel anfangen, der da drauf steht. Dann gucken wir doch mal, was das ist. Auf jeden Fall gut verklebt. Muss ich durch die Adressaufkleber schneiden. Das war natürlich sehr schlau von mir. So, dann gucken wir doch mal. Ich bin ja tierisch gespannt. Aufgemacht mit dem Sascha Thiel. So, dann gucken wir. Okay. Zeitungspapier. Sehe was Rot-Schwarzes. Schaut doch mal. Was haben wir denn hier? Hier haben wir gar nichts. Und was haben wir hier? Nein, das ist nicht wahr. Nein, das kann ja nicht wahr sein. Wisst ihr, wie lange ich das schon haben will? Nein. Mit einem Lederlinier dran. Ja, einige, die Videos verfolgen, wissen, dass das mein absolutes Lieblingsmesser im Moment ist. Und wartet mal kurz, ich muss mal kurz was dazu holen. So können wir besser weitermachen. So, dann schaut doch mal. Ihr wisst gar nicht, wie sehr... Ich bin gerade so richtig, richtig happy. Wisst ihr eigentlich, dass ich die beste Frau der Welt habe? Oh, dreckig. Habe ich gestern getragen. Oh, Leute. Golden Colorado USA Earth. Ist das geil. Die Family wächst, Leute. Die Family wächst. Was wird wohl das nächste sein? Gut, Großgrößenvergleiche muss ich euch, glaube ich, nicht antun. Was habe ich denn noch hier? Ich habe das Sascha Thiel, das habe ich hier. Von einer effektiven Schneide ist das gar nicht so unterschiedlich. Was habe ich noch hier? Pole Force haben wir auch noch hier rumliegen. Oh, ist das herrlich, Leute. Ist das schön. Hier, Manley Comrade haben wir auch noch hier. Hier tun. So. Gott, ist das herrlich. Was haben wir hier noch? Zero Tolerance 350. Auch so fast die gleiche Klinge.
Und haben wir hier noch was liegen? Was haben wir denn hier noch? Ah, hier. Da haben wir noch ein 301 von Zero Tolerance. Und das tut sich auch nicht so schrecklich viel. Hat halt nur mehr Masse, aber sonst fast gleich. Ihr Leute, herrlich. Ich danke dir, Schatz, ganz, 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 ganz doll. Darauf habe ich echt lange gewartet. Ich habe nie wirklich eins so im Angebot oder irgendwo gesehen. War auch mal drauf und dran, mir eins zu bestellen. Ach, das Paramilitary liegt einfach toll in der Hand. Im langen wie im kurzen Griff. Es ist ein ganz tolles EDC. Lassen wir mal 42A komplett außen vor. Ich trage das so gerne mit mir rum und benutze es aber auch gerne. Das ist also kein Handschmeichler, der nicht eingesetzt wird, sondern ich schneide damit wirklich alles, was anfällt. Nicht nur Schnittsachen oder sonst was, sondern wirklich alles. Ja, Leute, echt geil. Echt geil. Ich danke dir, mein Schatz. Für euch hänge ich unten noch ein paar Infos dran über das Paramilitary 2. Und vielleicht mache ich da auch mal so von allen ein kleines Video. Denn, nun ja, ich muss mal überlegen, was da noch dazu kommen könnte, ne? Ist doch echt geil, oder? Ich darf mich verabschieden. Sag tausendmal Danke, mein Chat. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis denn dann, euer Andi.